Kilometer gelaufen in 2 Stunden. Boah, da knackig heißt es, schwitzen wie sonst was. Aber jetzt machen wir erstmal eine Lunchpause. Der Wiradjai Nationalpark mit einer Fläche von 3.325 Quadratkilometern befindet sich 37 Kilometer nordöstlich von Bandung im Grenzgebiet zu Laos und Vietnam. Anbei muss wohl dazu gesagt werden, dass nur ein Teil der Wälder erforscht sind. Also gibt es hier noch eine Menge zu tun und wir ziehen weiter. Meine Klamotten sind sauber. Nur auch hier, wie überall in Asien, ist die illegale Abholzung voll im Gange. Im Jahr zuvor wurde eine Fläche von 50.000 Hektar dieses Urwaldes abgeholzt. So, also hier gibt es unser Nachtlager. Direkt überall von dem Wasserfall. Kein schlechter Platz. So, meine Unterkunft, die steht. Jetzt fehlt nur noch das Regendach und dann ist es fertig. Dann tun wir Essen, dann gehen wir schlafen. So, das ist doch ein Dschungelcamp, oder? Jetzt wird unser Abendessen zubereitet. Jetzt gibt es komplett kambodschanischer Salat wahrscheinlich. Obwohl mein kambodschanischer Begleiter so gut wie kein Englisch spricht, kommen wir gut klar miteinander. Vor allem, er sieht sofort, wenn was gebraucht oder nicht richtig ist und versucht immer das Beste draus zu machen. Jetzt gibt es erstmal Abendessen. Chili-Reis mit Fleisch und Gemüse, Blumenkohl, alles dabei. Wir läuten jetzt mal langsam die Nachtruhe ein. Der hat schon hier das Abendlicht angemacht. Dann gehen wir jetzt auch gleich brennen. Bin auch müde. So, der eine, der hat mir gesagt, der Mr. Happy, das ist nachts richtig kalt. Also das kann ich im Moment noch nicht behaupten. Wie im Ölen bin ich. Das ist richtig feucht, feucht heiß. Ich am Schwitzen bin ich noch. Auch vielleicht erinnert sich das noch. Aber ansonsten müsste das hier gut hinhauen. Die Hängematte scheint zu halten. Ich bin mal gespannt. Alles rein, die machen alles aus Bambus. Der macht mir jetzt meine Tasse, weil wir haben keine Tassen bei. Astrein. Yeah. Very good. Yeah. 3-in-1. Coffee. So, da ist meine kambodschanische Dschungeltasse. Hat er gerade aus dem Bambus vorgeschnitzt. Frühstück zuerst. Dann geht's weiter. In dem Fall, das Wetter scheint gut zu sein. Blauer Himmel. Also kein Regen. Wir hätten unwahrscheinlich auch unwahrscheinlich viel Blut eben. Zum Glück habe ich ja meine vietnamesischen Lipsi-Socken mitgenommen. Da geht keiner rein. Jetzt gibt es zum Frühstück ein kambodschanisches, wie soll man das sagen, Schaschlik-Spieß. Hast du rein? Breakfast? Eat? Eat. Okay. What name? Cambodia? Ang Chat. Ang Chat? Ja. Und er bratet sich jetzt einen kambodschanischen Dschungelspieß. Ich habe gerade gesagt, wie der hieß, weil ich vergessen. Boah, ist er lüpfer, ich kann nicht mit ihm auslaufen. Hat mir nichts gemacht, wir schwitzen wie sonst was. Wird mir gleich was geben. Und mit mir ist eine Instant-Nudelsuppe rein. Wir haben jetzt unser Camp abgebrochen und gehen jetzt langsam weiter Richtung Camp 2. Wann wir genau da ankommen, konnte der mir nicht sagen. So viel Englisch spricht er noch nicht. Aber ist ja egal, Wetter ist gut, kein Regen. Also alles top. Ja, von denen gibt es hier zu Genüge. Überall auf dem Weg findet man ein bisschen größere Bäume. Wir sind jetzt gerade so eine Dreiviertelstunde hier am Laufen. Also vom Fluss sind wir jetzt weg. Das merkt man schon, aber die Feuchtigkeit lässt nach. So, hier bis jetzt gibt es überall so kleine Fels. Die sind leicht zu begehen.
Und also was Kompliziertes, bis jetzt ist noch nichts hier vorgekommen. Ah, hier scheint der Trail aufzuhören. Müssen wir erstmal durch den Bambuswald hier durch. So, wir sind jetzt wieder auf den normalen Trail ausgekommen. Kann man gut begehen. Mal geht es mal leicht rauf, dann wieder runter. Aber alles noch relativ einfach. Obwohl, es wird schon richtig knackig heiß. So, ich gehe mit denen jetzt auf Survival-Exkursion. Der zeigt mir jetzt, wie man aus Pflanzen Wasser gewinnt. Also, ich muss sagen, der Junge ist gut. Ohne irgendwas zu sagen, versucht er mir einiges hier im Wald zu erklären und zu zeigen. Und auch sonst kommt keine Hektik auf, wie bei manch anderen Touren, wo die Guides schnell wieder nach Hause wollten. So, jetzt bin ich dran. Von der Liane. Schmeckt wie das reinste Trinkwasser. Super. Nur, man muss die richtige Pflanze finden. Da gibt es schon so einige Unterschiede. Bleibst du überall hängen an mir. Okay. Aber sonst alles noch top. Ja, das ist auch schon ein bisschen größeres Bäumchen hier. Ja? Oh, very high, huh? Was hat denn jetzt vor? Er will doch wohl nicht raufklettern, oder? Oh, watch out. Klettert tatsächlich ein Baum darauf, ey. Okay, okay, okay. So, you go up. Okay, better come down. Jetzt haben wir gerade gesagt, wir bleiben erstmal zum Mittagessen. Überall, wo man hier rumläuft, kleine Wasserfälle und trinkbares Wasser. Das rein. Auch wieder etwas abseits des Trails gab er mir zu verstehen, dass man sich diesen kleinen Wasserfall zuerst anschauen sollte, bevor er das Essen zubereitet. So wie es aussieht, gibt es Gemüse und Fleisch wieder. Für unser Lunch. Meat, ja. Jetzt gehen wir weiter bis zum Camp 2. Konnte mir wohl nicht sagen, wie lange es dauert. Okay. 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 Okay, we go sleep. Okay. Sleep near the river. Sleep near the river, yeah. Ja, da müssen wir irgendwie jetzt durchkommen. Aber das überlasse ich den mal jetzt. Der wollte hier lang laufen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Entweder hat er sich verlaufen oder er kennt wirklich irgendwie so eine Abkürzung. Going to river? This way going to river? River? Was lebt? So, wir sind jetzt hier aus dem Unterholz raus, da was hinter mir liegt. Ich weiß nicht, ob der sich verlaufen hat. Wir müssen hier über den Fluss rüber. Das heißt, jetzt alles umpacken in Plastiktüten, wasserdicht verpacken und dann rüber schwimmen. Der hat schon alles vollgepackt in der Plastiktüte und jetzt geht er rüber. Anscheinend kann man da doch durchlaufen. Bei solchen Touren dürfen wasserdichte Tüten oder Taschen nicht fehlen, auch wenn es mal nicht regnet. Mit Flussüberquerungen muss ständig gerechnet werden. Denn bei einigen Trails muss man sich mit der Machete durch die Vegetation durchschlagen und enden dann, wie hier, an einem Fluss.